Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 1. Wir befinden uns hier, keine Ahnung wo. Auf der Karte ist noch eingezeichnet. Okay, ich weiß, wo wir sind, aber vielleicht wisst ihr es nicht. Genau, wir sind auf der Schatzinsel. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Ne, hier ist nichts. Gut. Gegnermäßig, wie schaut's hier aus? Bislang keine, okay. Gut, ja, die Schatzinsel. Da ist der Eingang. Da ist eine Kiste. Da braucht man Wachstum. Hat keiner. Deswegen mal die Gins vertauschen. Fackel kommt mal kurz rüber. So. Wachstum bitte. Danke. Und gleich hier noch einmal. So. Nummer 2. Und da ist Nummer 3. Okay, was ist hier? Wirbelwind brauchen wir da. Und hier ist nichts. Alles klar. Gut. Dann noch einmal Wachstum. Gut. So. Jetzt können wir uns hier noch eine Nuss greifen. Mit Fänger. So. Die Nuss. Die zwei Nüsse, die geben wir. Wer hat denn Nüsse? Mia hat Nüsse. Sehr schön. Dann rutschen wir hier runter und kommen so unten zur Truhe. Mit Minze. Die Minze geben wir gleich mal. Schnelligkeit, das war gut für Garrett. Genau. So, jetzt können wir hier vorschieben. Jetzt müssen wir da noch irgendwie hinkommen. Darum gehen wir jetzt nochmal hoch. Und nehmen jetzt nicht das letzte, sondern das davor. Nämlich genau das hier. Zack. Hier kommen wir noch zur zweiten Truhe. Darin enthalten eine Münze. Achso. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da müssen wir eben nochmal hoch. So. Und rutschen hier hinunter. Und dann nochmal hier. So. Jetzt brauchen wir nochmal den Wirbelwind. Genau. Und ja. Können wir dir wiedergeben. So, ich werde schon mal alle auf Standby schalten wieder. Denn die Gegner hier sind nicht ohne. Deswegen ist das empfohlene Level hier eigentlich Level 27. Genau. Aber hat noch keiner. Wir haben alle nur 25. Darum denke ich mal, dass wir hier noch ein paar Level zu steigen werden. Aber erstmal geht's hinunter. So. Verschieber. Nee, geht nicht. Geht nicht. Gut, gut, wie machen wir's? Wir beschwören Gericht. Wir beschwören Meteor. Wir beschwören Thor. Und natürlich auch noch Boreas. Gut, Thor zuerst. So. Zack. Und genau. Die sind schon mal besiegt. Okay, Gericht. Oh, der hält eine Menge aus. Boreas, bitte. Die Eismaschine. So, und gut. Hobgoblin ist besiegt. Okay, Erfahrungspunkte eher nicht so, aber Geld kriegt man hier einen Haufen. Ja, Rätselspaß. So, Verschieber. Verschieber. So, jetzt. Gut. Hopsen wir hier hinüber. Eine Nuss. Okay.
Aha. Das ist alles zu weit weg. So. Gegengiftkraut. So, werde ich gleich mal wieder transferieren. Gegengift zweimal. Geben wir Mia. Und die eine Nuss geben wir auch Mia. Gut. Da hat alles seine Richtigkeit. So, wie geht's jetzt weiter? Aha. Kann ich dich nochmal so verschieben? Nach... Geht natürlich nicht. Dann müssen wir jetzt nochmal raus und rein, oder was? Jo. Jetzt müssen wir nämlich in die andere Richtung schieben. So. Dann kommen wir nämlich so weiter. Gut. Ein paar Münzen erhalten und... Wir verschieben das mal nach da. Ich glaube, das war schon ein Fehler. Aber wir kommen nochmal in eine Schatzkiste. Eine harte Nuss. Gut, die harte Nuss bringt was nochmal? Verstärkt die Verteidigung. Geben wir Ivan. So. Aha. Genau, jetzt müssen wir nochmal zurück. So, und jetzt nochmal. So, Verschieber nach rechts. So, zack, zack. Hier hinauf, dann Verschieber nach links. So. Jetzt hier hinüber. Da brauchen wir nichts verschieben, glaube ich. Ha, ha, ha. Schauen wir mal. Wow, jetzt sind wir schon wieder hier. Moment, wie war das jetzt? Aha. Aha, wir verschieben mal zu uns. Natürlich falsch geschoben. Nochmal, Verschieber zu... Sage mal. Verschieber zu uns. So will ich dich. Aha. Gut, jetzt irgendwie da hinüber. So. Okay, das Rätsel ist schwer für mich. Das ist ein harter Brocken jetzt. Irgendwie außen lang, aber da kommen wir ja auch nicht lang. Na doch, wenn wir... Wir kommen da lang, wenn wir das nochmal verschieben auf die andere Seite. So. Ach. So. Zu uns. Genau. Und ja. So. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Ich will doch gar nicht hier hin. So, probieren wir mal so.
Hier kommen wir nicht weiter. Nee. Da ist nix weiter. So. Jetzt hier außen irgendwie. Aha. Ja, und das Teil muss doch irgend... Aber Enthüllung brauche ich nicht, oder? Nee. So. Ich muss irgendwie von da unten auskommen, dass ich so verschieben kann. So. Ja, wie komme ich überhaupt an den Anfang zurück? Das ist erstmal eine Frage. Okay, jetzt habe ich mich total verlaufen. Och Mensch, jetzt ruckelt doch nicht hier so rum. So. Eieieiei. So. Hä, da bin ich doch wieder hier. Das geht doch gar nicht. Ah. Ey, wo ist der Weg? Wo ist der Ausgang? Also, es ist doch... Ich eier doch ständig bloß im Karree. Das nützt mir nichts. Das nützt mir überhaupt nichts. Ja, bin ich doch schon wieder hier. Stell dich mal schräg hin. Vielleicht klappt der Beschiss, ja? Nee. Hierhin ist ja schön und gut. Aber... Wie soll ich das dann ver... Ach, nicht Geistleser. Enthüllung wollte ich. So, ich muss irgendwie hier hinkommen. So, so. So. Okay. Also, Moment, merken jetzt. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Gut. Rechts, links, rechts, rechts. Gut, nochmal. Das Ganze. Uiuiui. Und das ist erst die erste Ebene von 9. So. Gut. Ja, die Rätsel hier auf der Schatzinsel sind knifflig, in der Tat. Aber was muss, das muss, ne? Außerdem gibt es hier noch einen weiteren Djinn für uns. Und den will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. So, dann wieder rechts. Genau. Ach was. Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? So, ha, 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 ha. So. Jetzt wieder zu und schieben. Ganz genau. So, so.
Ganz genau. Gut, also wenn ich es irgendwie normal machen sollte, kann ich es nicht mehr. Ganz ehrlich. Das Rätsel ist nicht leicht, aber es ist definitiv machbar. Ich habe es hinbekommen. Ja, gut. Und wir werden belohnt mit... Fake. Gut, wir machen dann mal Ramses. Wir machen Meteor. Außerdem kommt noch dazu Atlanta und Neptunoid. So, erstmal Atlanta. An Schnelligkeit ist Ivan der Beste. Danach Isaac. Mia. So. Und Garrett sieht erst nach dem Gegner. Obwohl, er ist eingeschlafen. So, zack und zack. So. Gut. Erstmal angreifen. So. Isaac ist Level 26. Sehr schön. So, und Abkürzung schaffen bitte. Danke sehr. Die machen wir wieder auf Bereitschaft. So. Ui. Was fährt denn da draußen lang? Ach, nichts Gutes auf jeden Fall. So, zweite Etage. Und wieder das gleiche Prozedere. Aber diesmal natürlich ein anderer Raum, ist klar. So. Gericht. Meteor. Tor und Boreas. Ja, so kann ich die ganze Zeit weiterkämpfen. Nicht nur, dass so meine Erfahrungspunkte drastisch in die Höhe steigen und ich weniger auch Schaden nehme. Außerdem spare ich so PP für den Notfall. Und ja, ich kann sie ja immer wieder auf Standby stellen. Das ist nicht das Problem, ne? So. Genau. Boreas. Ui. Wir haben jetzt so lange gebraucht für den Raum. Okay, es ist nur noch ein Bär da übrig. Aber jetzt nicht mehr. Ein Grizzly. 587 Punkte. Das ist reichlich. So, zweiter Raum. Gleich mal mit einem Elixier und... mit 222 Münzen. Hier hinten ist Glückspfeffer. Den tun wir noch jemanden geben. Hebt Glück an. Wer braucht denn Glück? Isaac braucht Glück. Das Elixier können wir Mia geben. Ganz genau. Naja, du hast noch die Sterne, die Psi-Kristalle. Geben wir dir beide. Wunderbar. Ja. Gut. Ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Part, wo wir hoffentlich weiter vordringen werden in der Schatzinsel. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.